Es gibt Chefs, die können dir echt den Tag versauen. Nur selten findest einen, dem du wirklich kannst vertrauen. Immer seltener wird Menschlichkeit noch groß geschrieben. Und wer das System in Frage stellt, wird schnell von seinem Platz vertrieben. Unterschreiben Sie hier, dann ist die Kündigung perfekt. Es tut uns wirklich leid, eigentlich fanden wir sie sehr nett. Diese Umstrukturierung zwingt uns, diesen Weg zu gehen. Das können Sie doch ganz bestimmt verstehen. Na klar, ich verstehe Sie, und als Zeichen dafür komm ich noch kurz mit Ihnen rüber und scheiß Ihnen vor Ihre Bürotür. Nen Papierflieger steck ich rein, auf den geschrieben steht: Setz dich und du weißt, wie's mir geht. Stört sie meine Art oder stört sie mein Gesicht? Diese Umstrukturierungssache glaub ich ihnen nicht. Sie wollen euren Ruf als Superkumpelchef bewahren, doch dass sie ein Lügner sind, weiß jeder, aber keiner soll's erfahren. Und plötzlich heißt es: Nicht so laut und kommen Sie mit in mein Büro. Ich sag: Na prima, so machen wir's. Rein wollt ich sowieso, aber ich komm nicht mit hinein. Nee, darauf müssen Sie verzichten. Aber den Stuhlgang würde ich noch ganz gern vor Ihrer Bürotür verrichten. Geben Sie mir eine Minute, ich brauch noch Stift und Papier. Den Flieger falte ich gern auf dem Weg zu Ihrer Tür. Sträuben Sie sich nicht, mein letzter Wille muss sein, ja. Und Sie höchstpersönlich setzen sich danach herein, ja. Vielleicht gibt's Ihnen einen klitzekleinen Ansporn, um ehrlicher zu sein, denn wenn man nur lügt, der kann auf Dauer nicht glücklich sein.